Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play. Das hier. Adventure Island 2 in 5.1. Ich habe durch den Save State haben wir direkt das Level ausgewählt, deswegen dieser komische, mega schnelle Übergang. Hauptsache wir sind im Level drin. Oh ja, genau das, was ich mir immer wünsche in so einem Höhenlevel. Und ich dachte, ich wäre tot. Und manch einer von euch wird sich gehofft haben, ja, oder erhofft haben, dass ich tot bin. Ah, hier ist das Ei. Aber nein. Weniger U. Weil wieder mega langsame Bewegung, aber abgesehen davon. Und skip. Yay. Naja. Anyway, es ist ein kurzes Projekt, aber ich habe unwahrscheinlich viel Spaß damit. Es ist wahrscheinlich, weil es kurz ist und einfach auf so eine dumme Weise unterhaltsam. Ah, nein. Und schon befinde ich mich wieder in der Gefahr des Verhungerns. Es ist eine traurige, höchstwahrscheinlich kalte Welt, weil Wasser. Seeminen, ein Seepferdchen, mehr Seepferdchen, oh mein Gott, ist das. Also in so einem Level, wie gesagt, ne, nicht auf Nessie zu sitzen, ist halt äußerst uncool. Außer, dass das eine Viech jetzt sich in Fleisch verwandelt hat. In dem Moment wird es natürlich wieder praktisch. Oder zumindest sehr einfach. Blizzard Peak. Nehmen wir mal ihn mit. Ich habe so viel Zeug, ne? Ich habe das Häschen noch nach oben springen sehen und dachte so, jopp. Das wird mich garantiert mindestens einmal treffen. Und ich hatte recht. Ich habe nur das Secret gesehen. Gefunden. Na gut, klar, wenn ich auch alle Secret, also alle in Anführungszeichen, aber wenn ich den ganzen Quatsch hier mitnehme, ist das irgendwie anders aufgebaut, dieses Sprunglevel, oder kommt das nur so vor? Ja, es ist anders aufgebaut, ne? Wow. Oh, Moment. Ist natürlich bisschen unpraktisch für die, wenn sie mir in so einem Level einen Flieger geben. Aber gut. Ja, dann. Lebt wohl, ihr Trottel! Kann ja nichts dafür. Ich suche ihn ja nicht. Ich nehme ihn schon extra in den Level nicht. Oh mein Gott, du bist. Du warst mal zu irgendeinem Zeitpunkt in deinem Leben mehr am Leben, nehme ich an. Okay. Jetzt aber mit den richtigen. Das war eine sehr dumme Lebensentscheidung von mir. Ich gebe es ja zu. Das hätte ich deutlich besser machen können. Anyway. Ich erinnere mich. Skateboard. Doofe Idee. Dann nehmen wir nochmal Dino. Und keine Waffe. Das war auch eine schlechte Lebensentscheidung von mir, keine Waffe mitzunehmen. Egal. Machen wir jetzt alles hier. Ich meine, vielleicht war da jetzt eine Waffe drin und ich weiß es nicht. Meine ich irgendwo. Irgendwo hier so um den Dreh. Da. Ich meine, ja, wir skippen das Level nicht, keine Sorge, wisst ihr ja.
aber wir können uns halt Verstärkung holen, ne? Es macht einfach so viel Sinn. So. Und weiter mit dem bösen Level, was mit Pi sagt. Okay. Ja, ich wollte schon sagen, irgendwie keine Plattform, ist auch immer gut. Wer braucht schon Plattforming in seinem Plattformspiel? Oder andersrum, ne? Wer braucht schon Plattform in seinem Plattforming-Spiel? Egal. Perilous Plunge. Ah nein, das ist doch wieder hier so ein Dingens mit. Oder? Ah, nicht unbedingt. Ja, doch. Oder vielleicht. Mal gucken. Oh, Flash. Kann ich nicht Nein zu sagen. Bin ja. Ah, nein. Oh nein, 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 nein. Anders doof. Gut, dass das Lied nicht viel weiter geht. Da habt ihr den Effekt aber mal gesehen, ne? Wenn man ganz genau hinguckt, wie viel das Stolpern über einen Stein mich kostet. Ach. Ich meine, ich kann es verstehen. A tut's weh. Na toll. A tut's weh und B, wenn so ein ganzer Körper in Bewegung gerät, weil man über so einen Stein stolpert, ist das auch ganz, ganz schön uncool. Ich hasse den Boomerang. Ich weiß nicht, warum ich mich jetzt unbedingt entschieden habe, den Boomerang zu nehmen, aber dachte mir so, boah, da sind ein paar Steine im Weg. Nehme ich mal den Boomerang, ne? Wahrlich dämliche Idee. Ich meine, gut, zugegeben, der Boomerang. Oh nein. Der Boomerang tötet auch Gegner, die. Die zwei Treffer aushalten würden. Na, so wie ein Dino-Kumpel. Blacks. Das machen würde. Aber ja, grundsätzlich, ich mag allein das Geräusch schon nicht. Also, wie gesagt, der ganze andere Rest ist auch nicht viel besser. Wow. Was ein Armutszeugnis. Am Ende geben sie mir den Dino wieder, den ich gerade verloren habe, weil ich dumm war. Aber okay. Level hinter uns gelassen. Ein weiterer Eichenwald folgt. Bleiben wir einfach bei der Kombi. Lief ja relativ gut. Ist halt nur immer, ne, mein Rennknopf ist halt auch der Drehknopf. Das heißt, ich muss. Nein. Das heißt, ich muss halt immer vom Rennknopf runter auf den Dreh. Also und wieder drauf drücken, um mich zu drehen. Und das kann für Probleme sorgen, muss es aber nicht. Aber es tut's öfter mal. Bodenlose Gruppe. Das ist kein Boden und sie ist bodenlos. Und ja, witzigerweise, ne, ich sage in meinem Atemzug, ich mag den Boomerang nicht wegen dem Geräusch. Gleichzeitig werfe ich diese Tomahawks so oft, dass man nichts anderes hört als dieses Piu 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 Piu. Aber das mag ich mehr. Ist halt so. Zwei geheime Eier nebeneinander, ey, meine Güte. Ich nehme links. Ah, Fleisch. Dino Gott, Dino Buddy, yeah. Ist ein guter Dino Gott. Ist das ein Geist? Wow. Den kenne ich nicht. Also ja, kenne ich nicht. Erinnere ich mich überhaupt nicht dran tatsächlich. Keine Erinnerungen verfügbar. Okay. Noch einmal Fleisch und gehen wir Dino Buddy Gott nochmal besuchen. Hey, Dino Buddy Gott, diesmal nämlich rechts. Yay, Trauben. Trauben.
Nein, ich bin nicht super begeistert über die Trauben, aber... Ah, nein, 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 nein. Oh, da hat jemand mal hochgeklippt. Hab ich genau gesehen. Ja, haben wir jetzt auch noch Geister als Gegner? Guck mal. Absolut keine Erinnerung an die Dinger, aber... Okay. Und da wären wir schon wieder beim Fossilienlehr. Oh ja, nice, wir rennen auf Knochen rum, das ist immer gut. Wow. Wow, wow. Das war nicht gut. Na, für den haben wir noch 6. Nehmen wir den. Gucken, wie lange er hier aushält. Das war eine unglückliche Verkettung von Ereignissen gerade eben. Das scheint nicht. Ich meine, gut, es ist auch ein Boss-Level, muss ja nichts drin sein, aber. Ja, irgendwie schön gewesen, so ein kleines Secret. Nur so ein kleines? Nein. Oh nein. Oh nein. Oh mein... Wow! Da bin ich aber... abgestürzt in den Tod. Ah, interessant. Der erste Boss, der Probleme macht, aber gut. Ich habe mich damit abgefunden durch die ganzen Shimmiger mit Tensei-Teilen und sowas. Der erste Run gegen einen Boss ist meistens... Also es gibt zwei Varianten, wohlbemerkt. Das hat mir dann wiederum Souls beigebracht. Es gibt zwei Varianten. Entweder ist die erste Begegnung mit einem Boss, die... Okay, er kommt von da aus ein Stein. Habe ich doch richtig gesehen vorhin. Entweder ist die erste Begegnung mit einem Boss die beste, die man eine lange Zeit haben wird, weil man vorsichtig gekämpft hat. Oder geht auch andersrum. Es ist die schlechteste, weil man komplett unvorbereitet ist. Kommt immer aufs Spiel an. Ne? In den ganzen Shimigami Tensei-Teilen habe ich das Problem, wenn ich das erste Mal zu einem Boss komme. Konnte ich mich da eigentlich ducken? Ja, kann ich. Na, das erste Mal, wenn man zu so einem Boss kommt, oh, wow. Ist man halt relativ vorsichtig. Ja, das habe ich fast gedacht. Ich weiß nicht, warum ich das noch ausprobieren wollte. Wow, der macht jetzt aber hier... Jetzt zeigt es aber hier. Das war dumm. Kann ich ja das sagen, das war wieder einfach nur dumm. Los geht's, Animal Buddy Kumpel. Jetzt machen wir hier. Jetzt machen wir hier aber mal Schicht im Schacht. Kann nicht sein. Dass hier so ein einfacher Skelettfritzen mir Probleme macht. Nee, aber na, in den Shimigami Tensei-Teilen ist es meistens so, ah, du kommst in den Bosskampf rein, du kennst die Schwächen des Bosses nicht oder die Stärken oder whatever. Je nach Teil kann man auch nicht seine Stärken und Schwächen ändern, also die eigenen. Und schon steht man da und der Kampf ist im Prinzip komplett hinfällig, weil man nicht gewinnen kann. Ne? Dark Souls ist wieder anders, rein theoretisch kann man jeden Kampf First Try schaffen. Naja, das dachte ich mir zumindest fast, dass mein Animal-Kumpel da, mein guter Freund nicht überleben wird, aber gut. Naja, jetzt lebt immer noch der Körper, der Kopf ist weg. Der Körper hat so gar nichts gemacht, ne, der existiert einfach nur. Ein fliegender Kopf wahrscheinlich sehr merkwürdig gewesen wäre. Aber dann wiederum, das Spiel fängt an mit Aliens. Also, Bone Crossing, das ist aber was anderes. Bis zum nächsten Mal. Und auch beim nächsten Mal rennt Meister Higgins um sein Leben und um sein Bäuchlein zu füllen, vor allen Dingen. Wenn es euch gefallen hat,
Dann wartet einfach bis morgen, dann machen wir weiter. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit einem meiner Kindheitsspielen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht zu liken und subscriben. Wee!